Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Heute, wie auch schon in den letzten Tagen, wird es da wieder Road to Champion geben. Und generell werden wir einfach weiterhin trainieren. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir kein neues Item tatsächlich drin. Aber wir haben wieder die ganzen Banner-Skins zurück, bei denen kann man ja, also bei allen Sachen aus diesem Banner-Set, kann man ja immer die Banner-Farbe in bestimmten Teilen und das Banner-Logo am Skin haben, beziehungsweise an dem Item. Gibt dann verschiedene Unterskins, im Prinzip ähnlich wie bei den Fußball-Skins. Die Banner-Trooperin, dann Feldwebel-Farbe noch, den Musteraufmischer, den Leutnant-Logo, den Symbolsoldat und den Signaturschütze. Als nächstes haben wir dann hier die ganzen Items dazu. Einmal den Bannerumhang, dann die Wappenhacke. Hier ist auch dieses rote Element auch anpassbar durch die Farbe des Banners. Dann der Bannergleiter. Als nächstes dann noch das Bannerschild. Und dann war es mit den Bannerskins. Als nächstes haben wir dann den Power Cord Skin, dazu die Anarchie-Hacke und den Stage-Dive-Gleiter. Dann haben wir den Polar-Patrouille-Skin, ist natürlich viel zu breit, um damit normal zu spielen, ähnlich wie der Brutus-Skin. Fragt mich, warum man solche Skins kaufen sollte, weil das Problem ist, irgendwann kann man ja wirklich nicht mehr am Skin vorbeischauen und es nimmt dann einfach die halbe Bildfläche ein. Deshalb nicht wirklich praktisch zum Spielen, auch wenn er eigentlich ganz nice aussieht. Dann haben wir den Maximilian Skin, war glaube ich schon sehr sehr lange nicht mehr im Shop, soweit ich mich erinnern kann. Als nächstes haben wir dann Handzeichen. Dann haben wir die Fischzapfen-Spitzhacke. Als nächstes Nie und Nimmer ist der Emote mit den Never Gonna Give You Up Song. Deshalb würde nicht abgespielt, weil ich sonst einen Strike bekommen würde, beziehungsweise mein Video geclaimed werden würde. Auch wenn ich dadurch kein Geld verdiene, besser ist einfach, wenn man das ausgeschaltet hat als YouTuber. So bin ich safe. Wenn ihr die Musik hören wollt, dann müsst ihr eben halt selbst nachgucken, weil es wahrscheinlich auch kein YouTuber zeigen wird. Oder ihr sucht einfach auf meinem Kanal das Video irgendwann vor etwas längerer Zeit. Dort habe ich nämlich den Emote tatsächlich gezeigt. Aber ja, ist jetzt auch, glaube ich, nicht der allerbesonderste Emote. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes noch langsames Klatschen. Und das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.